Ja, okay, dann wollen wir doch hier mal weiter reinschauen. Wie ist jetzt hier eigentlich die Schmarschleime? Vielleicht hatte ich auch nicht explizit auf der Weltkarte diesen, weil da waren ja diese zwei Dots direkt nebeneinander. Ne? Das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Ich dachte, dass es dieses ist. Ja, wie schon gesagt, wird schon so sein, dass wir da mehr oder weniger alles erwischt haben. Ich denke, ihr seid nicht ganz so geil im Nahkampf, oder ihr Schleimboys? Ah nein, sind das sind diese Unbesiegbaren, ne? Die Nerven. So, wir haben jetzt hier noch Durbins Gruftschlüssel. Warum musst du jetzt schon heilen? Ich habe noch nicht mal getroffen hier. Ja. Sie hält auf jeden Fall wesentlich weniger aus wie. Also, das heißt weniger aus, wenn man halt dann doch schon einiges mehr Schaden. Ich hoffe mal, dass das nicht wieder so ein kannst dir runterfallen bis sofort tot Ding ist. Ui. Da war ein dickes Ding. Einfach zum Fall ablocken. Okay, dann ist es ja nicht so schlimm. Ah, der Fernkämpfer. Macht ja auch Sinn, ne? Wie halten sie nicht aus? Dachte ich zumindest gerade, der hier schon. Nur einfache Heiltränke, damit die nicht langsam mal die etwas besseren geben. Seid wirklich langsam. Was kriegt er denn hier mal Schönes? Es gibt wohl offensichtlich auch von euch Magier. Ne? Du. Achso, du bist der Magier. Darum rennst du weg. Die macht minimal mehr Schaden, ist aber um einiges langsamer. Ne? Also wir haben gesagt, wir bleiben erstmal bei dem, bevor das Ding nicht noch stärker ist. Ja, hängt halt so ein bisschen davon ab, ne? Wie, weil so ein Gegner hat, der relativ viel Rüstung hat, ist dann wahrscheinlich trotzdem die Armbrust besser bei denjenigen, die das halt normal vollen Schaden macht. Ich denke mal, wird der Bogen einfach mehr machen. Aufgrund der hohen Frequenz. Alle mögen wirklich diesen Giftzauber. Das kann man schon mal festhalten.
Okay. Na, Jungs, was nützt euch das denn? Ich müsste ja theoretisch nur über eine Brücke drüber laufen, oder? Die anderen könnten mir egal sein, aber ich will natürlich die Erfahrungspunkte und so alles mitnehmen. Aber also, ob das so eine sinnvolle Verteidigungsart ist, also klar, hier aus der, von der Seite her können sie ja theoretisch schießen, ne, und so weiter. Aber erstmal scheinen sie ihnen relativ egal zu sein, wenn sie angeschossen werden. Das werden wir machen, halt immer mehr Schaden. Oder ich denke mal, teilweise haben wir einfach zu viel Lebensenergie als Barbar hier. Achso, da kommt man dann zu der Plattform hin. Weil jetzt gerade keinen Fernkampf hätte. Dann ist nochmal so ein Typ hier. Das kriegen wir erstmal locker hin hier. Ritter, was? Ritterhandschuhe, okay. Ja, nochmal, wie schon gesagt, ein mehr, ne? Es wiegt natürlich auch unendlich viel mehr, diese Plattenzeug, aber das ist nicht unser Problem als Papa, weil wir sehr viel Stärke haben und sowieso viel mitnehmen können. Hier steht ja, ne? So ein bisschen die ganz Gescheiten zu sein, die dann da hinten stehen. Sieht so aus, aber kann ihn offensichtlich erstmal nicht treffen. Ach, hier ist noch weg. So. Okay. Speichern. Wie schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man ja. Gleich mal des Todes abstürzt. Ich
Wir hatten doch auch schon mal die eine Stelle, wo wir so einen komischen Sprung oder sowas machen mussten. Und ich meine, das war irgendwie relativ unangenehm. Nee, auf der Karte ist es so eingemalt, dass man hier rüber gehen könnte. Moment, Ritterrüstung? Nee, Ritterhelm nur. Ich denke, wir saven trotzdem nochmal hier hinten. Ne? Trotzdem mal froh, dass wir so durchgekommen sind. Nicht abgestürzt sind. Wir könnten es natürlich rein zum Spaß einfach mal probieren, oder? Ich jetzt hier rüber gehe. Oh. Ja. Das mussten wir einfach mal probieren, ob wir uns jetzt umsonst hier sozusagen verrückt gemacht haben. Oder ob das doch einen Sinn hatte. Das ist jetzt nochmal ganz speziell hier, aber.
jetzt ein bisschen mehr aus. Zweite Ebene. Boah, mein, die Schatzkammer wird wahrscheinlich schon eher in den Inneren sein, als jetzt hier draußen in so einer Vorhöhle. Ne? Ah. Oh, Mimics. Wie auch immer die hier heißen mögen. Los, ihr habt halbwegs vergiftet. Und jetzt brennt er. Achso, ich mach mit jedem Schlag was anderes. Ne? Jetzt habt ihr mal Eis auf dem Feuer. Dann mal das. Ah, Fernkampf gibt's auch. Ah, und wir haben gesehen, das hat jetzt sehr wenig Schaden gemacht. Dieses Rote. Okay, ihr seid auf jeden Fall nervigerer Gegner als einige andere, die man bis jetzt hat. Bei den Nahkämpfern ist das mal egal, da können wir erstmal ein bisschen schießen hier. Und erstmal ein bisschen anknabbern. Wahrscheinlich nicht so viel Sinn zu machen. Okay. Also langsam kommen wir da ein bisschen rein hier. Die richtige Taktik. Die Überraschung wäre natürlich wesentlich höher gewesen, wenn man uns das nicht vorab in der Cutscene gezeigt hätte, ne? Reisen ja die Boys. Das ist doch Nahkämpfer, das passt. Nee, doch nicht. Thank you.
das erste Mal, dass ich nicht vorher drauf schlage. Wobei ich mir nicht, das weiß ich jetzt halt nicht, wie es von der Mechanik her funktioniert, ne? Ob man da tatsächlich ja gleich anschlagen kann, bevor man sie durch das Andrücken sozusagen getriggert hat. Das weiß ich nicht. Also natürlich kann ich physisch mit unserem Charakter dorthin schlagen, aber ob das Ding dann sozusagen schon eine echte Hitbox da hat, ist natürlich die Frage. Okay, sieht nicht so aus, als ob es hier irgendwie reingeht. Okay. Hier. Sobald man einmal brennt, dass man immer so gerne gestört wird in seinen Angriffen, ne, durch diese Ticks. Aber ja, alles in Ordnung hier. Ach nee, du bist. Das ist genau alles irgendwie zu nichts gedacht. Von hinten kann er sich offensichtlich dann doch nicht blocken. So. Okay, also man kann sie, wie man gesehen hat, natürlich war ich da erstmal vor Schreck auf der anderen Seite dann gewesen. War interessant, was dann in den tatsächlichen Schatzkammern dann noch weiteres steht, weil es sind ja schon überall Kisten hier. Ne? Gleich mal drauf. So ein Ding hier, ja. Alles ziemlicher Müll hier. Gut, gut, gut. Dass ich die vielleicht optisch dann mal erkennen und unterscheiden können, aber bis jetzt würde ich sagen, nicht unbedingt. Vielleicht? Okay.
wollte jetzt reingraten, ne? Also, dass ich das jetzt erkannt hätte. Ja, weil das andere eine war, die vielleicht auch. Außer ob das hier ein Speicherpunkt ist. Ja, gewundert, wer bei denen sich eingemalt. Egal. Dahin. Ebene 3. Jetzt erstmal erkunden hier. Tür öffnen. Vielleicht ist es ja das, wo man diesen Schlüssel braucht. Moment, was? Plus 3 irgendwann? Plus 3, jedes Amulett des Schutzes. Was macht uns das? Plus 1 Weisheit. Das macht eigentlich im Prinzip nichts, das haben wir ja gesehen. Plus 51. Dann nehmen wir das mal in der Rüstungsklasse. Das war auch nicht extrem viel, aber das andere macht, also Weisheit, dass den einen Punkt bringt uns halt auch einfach nichts. Oh, jetzt mal 7 Handschuhe. Hört, hört. Na gut. So, jetzt können wir hier saven. Aber ihr seht schon, hier gibt es nicht so viel Erfahrung hier. Bei diesen Sidequest-Gegnern. Oder ich meine, gut, wir haben jetzt wieder eine Ebene mehr, dann gibt es irgendwie relativ wahrscheinlich wieder weniger Erfahrung. Aber
So gut gewesen. Oh, 20 bis 30, meine Freunde. Aber da müssen wir erstmal wieder schauen. 29 bis 36. Ja. 38 bis 51. Okay, ja. Und wir hätten wieder zwei verschiedene. Sag mal, Angriffsarten, ne? Einmal stumpf und einmal scharf. Na, gab ein bisschen was. Und ja, die Waffe, die hat es schon in sich. Ja. Mal schauen an. Oh, okay. War nochmal die kurze, der kurze Racheakt hier, aber. Dann sind sie nicht so beeindruckt. Gut, gut. Also noch mal weiter hier rein hier. Ein dreiköpfiger Drache. Nee, das ist eine echte Hydra, aber. Chimera. Damit das Team nicht fließt. Okay, also das geht nicht, mein Freund, wenn du aus der Nähe komplett Blitz machst. Aber wir machen einfach sonst zu wenig Schaden, ne? Ich denke mal aus der Entfernung her. Oh, das ist schon gemein. Selber, warum ich das so im ersten Spiel immer gegen die Gegner eingesetzt habe. Dann könnte sein, dass wir ein paar Heiltränke nochmal kaufen, wenn wir das schaffen, aber. Nein, das ist jetzt auch ein Hilfs. Okay. Das ist jetzt aber ja nicht so schlimm. Dann machen wir jetzt hier mal Rückruf. Und ich hatte jetzt bloß die Truhen aufgemacht in der Hoffnung, dass da vielleicht nochmal weitere Heiltränke oder sowas drin sind, aber das ist ja egal. Willkommen zurück. Wenn ihr Waffen braucht oder Rüstung, um euch vor den Waffen anderer zu schützen, seid ihr hier am richtigen Ort. So. Weg.
erhalte regelmäßig neue Lieferungen. Also, ich meine, wenn jetzt jemand explizit resistent gegen stumpfe Waffen wäre, was wir bis jetzt noch nicht hatten, ne? Das ist aber nur gegen Stich oder sowas. Könnten wir uns das eine hier aufheben. Aber ganz ehrlich, wir machen das jetzt mal so. So, ne? Und dann kaufen wir uns ja mal. Ich führe die besten Rüstungen und Waffen. Die arbeiten riesige Handwerker und auch im Baute aus. 60 ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, aber. Und jetzt nochmal rein hier. Also Nahkampf auf jeden Fall, das bringt uns nichts. Und dann drauf prügeln. Ich glaube, dass du keinen Schatten hast, wenn du in der Luft bist. Nur wenn wir weiter weg sind. Hast jetzt einen kleinen Bug, weil du über diesen Truhen hängst. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug gerade, kann das sein? Das heißt, ich bin ein bisschen bewegt. Okay. Einen runterschmeißen, ne? Aber vielleicht landest du ja jetzt. Naja. Bitte erkläre mir, wie du funktionierst. Ah, dann hau ich halt ab. Ja, scheinst irgendwie ein bisschen kaputt zu sein, ne? Kann das sein? Ein bisschen albern, ne? Ich drück jetzt mal das Intro nicht weg, falls es das Spiel hier. Wahnsinnig macht, oder was weiß ich. Seite blockst du immer, okay, dann müssen wir von der anderen Seite kommen. Oh. Du dasht mich jetzt an. Okay, ihr habt das Jade, Dr. Eder, ein achtseitiger Runenstein aus Jade, aus den Inneren der Chimäre geholt.
Es soll zu Jarek nach Baldur's Tor zurückgebracht werden. Ja, das wissen wir. So, dann kommst du mal schön hierher. Okay, immer die erste. Okay. Gut, gut, gut. Dann haben wir dich also auch erledigt. Sehr schön. Ruf machen. Und uns mal die, also zum einen die Aufgabe jetzt hier abgeben und dann uns natürlich gleich mal die nächste holen. Das heißt, er müsste uns jetzt mehr wie diese 2000 oder sowas geben, ne? Nur wenige sind je aus den Hallen des Hammers zurückgekehrt. Obendrein noch mit dem Ja der Oktahedron. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung. Ah ja, tatsächlich. Ich bin halt immer noch nicht so ganz so, ob ich hundertprozentig sicher bin, ob der Typ uns hier wirklich helfen will, aber naja. Aber erstmal das Schmiedebecken hier. Das Schmiedebecken der ewigen Flamme ist ein breiter Brandkessel aus Bronze, der mit schillerndem Hyazinth besetzt ist. Es lag einst in der Schatzkammer von Burg Drachenspeer, heute aber irgendwo in den Grüften darunter, von Monstern gestohlen. Ich kehre zurück, wenn ich es habe. Okay. Okay, ja, dann lasst uns ja auch nochmal das bisschen, wie können, kann es jetzt eigentlich nicht mehr sein, was wir jetzt noch im Inventar haben, verkaufen. Willkommen zurück, mein Freund. Ich führe die besten Rüstungen und Waffen, die arbeiten hiesige Handwerker und auch Importe aus Tiefer und Arten. Was haben wir, Handschuhe? Wir haben schon 6er, ne? Ja. Okay. Oh, dann lass uns mal diese einfachen Heiltränke jetzt. Ich meine, das Blöde ist halt, wenn wir heben mal einen auf, damit, falls wir nochmal welche finden, die wieder hier oben sind. Zum schnell benutzen, ne? Weil wir da über den Shortcut nehmen wir halt immer den stärksten, den wir haben. Und ja, dann sind die nochmal mitzunehmen, aber sonst müssen wir mal bis ans Ende der Welt gehen, müssen wir den verkaufen. Können. So. Jetzt haben wir halt relativ viele von denen hier. Die wiegen ein bisschen was, aber wie schon gesagt, ist egal, wir können ja sehr viel tragen. Machst jetzt aber auch nichts Neues, sondern nur bloß, weil wir hier die nächste Quest haben. Nö. Ist schon. Ja, mit diesen Verzauberungen und so weiter könnte man sich das sicherlich auch noch ein bisschen anschauen. Oder will ich erstmal warten, bis wir da vielleicht dann bessere. Da brauchen wir irgendwie diesen Runenstein und dann noch irgendwas anderes, jeweils hier sowas dazu, ne? Vielleicht ein bisschen warten, bis wir dann eine gewisse Sammlung haben. Also, obwohl sie ja irgendwo nochmal plus 1 auf Steige oder so haben. Das ist jetzt, denke ich, auch nicht das Allerwichtigste im Moment. So, nochmal saven. Achso, wir können allerdings noch mal schauen, ob der Zwerg jetzt noch mal was Neues hat. Wir haben ja jetzt seinen Teil hier. Ja, ich hab nicht. Okay, hätte sein können. Ich nicht? Sieht wahrscheinlich auch nicht, ja. Ich grüße euch, Abend.
Na gut. Ich könnte mal nur maximal schauen, ob dann eventuell nochmal neue Zusatzmissionen jetzt auf der Weltkarte mit erscheinen. Aber nur gut, das werden wir dann halt mal sehen. Gut, also hier sind wir erstmal so recht gut dabei. Wie schon gesagt, nächstes Level, aber das nicht mehr extrem lang dauert. Also ein bisschen schon noch, aber fast schon. Können wir die drei Sachen, die wir jetzt auf Stufe 4 haben, ausmaxen. Dann werden wir als nächstes wahrscheinlich mal diese Rüstungsgeschichte machen, damit wir das weg haben. Sprint muss nicht stärker sein. Zusätzliche magische Energie, das brauchen wir dann gar nicht. Mehr Trefferpunkte. Naja, 30 Trefferpunkte für 15 Stück. Wir sind bei 250 schon. Ja, also mit einem Level Up könnten wir da diese 30 zusätzlich noch holen. Ja, können wir machen. War nicht extrem wichtig. Was machen wir sonst? Schwund mit jedem Angriff erfolgreich reduziert. Müssten wir ausprobieren, ob das ein Passiver ist. Das wäre sehr geil. Also selbst als Aktiver wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt halt nicht wirklich was. Diese Sprinten sind besonders wichtig. Diese Barbarenwut werden wir auf jeden Fall nicht nehmen. Heftiger Angriff, das denke ich wirklich ein Aktiver. Das könnte man natürlich auch machen. Fernwaffen brauchen wir nicht. Also Fernwaffen kann man nicht. Heldennamen brauchen wir nicht. Handwaffenfokus, Einhandwaffen brauchen wir nicht, weil das wird nicht zusammen mit der stehenden Sperre. Ausdauer ist okay. Ausweichen ist auch okay, wahrscheinlich wertvoller als das sogar. Todesschlag, das ist der Schaden beim Crit, das werden wir auch noch mitmachen. Achso, Doppelschlag oder das andere? Das müssen wir mal ausprobieren. Warnraserei brauchen wir nicht. Das wird noch gemacht. Und Zielgenauigkeit, okay. Ja, wenn wir noch einiges an Punkten bekommen, sieht für mich fast aus, als ob wir hier mit dem Charakter relativ viel ausmaxen können. Und da wir halt wesentlich mehr Stufen erreichen wie im ersten Spiel. Naja, werden wir mal sehen. So, ja, gesaved hat man jetzt. Gut, ja, dann würde ich sagen, macht es aber, denke ich mal, Sinn, an der Stelle hier genau den Cut zu machen. Haben wir mal jetzt schon mal das zweite von diesen vier Artefakten da gefunden und ja, beim nächsten Mal werden wir uns auf die Suche nach dem dritten begeben. Also da erstmal soweit. Bis dahin.